Bald, mein Sohn, sehr bald. Du weißt doch, das Können steckt im Detail. Tja, und im Basteln bin ich nun mal ein alter Profi. Und du bist ein junger Profi. Und, was baust du jetzt schon wieder? Ein Kamin. Einen Kamin? Ja, Vögel müssen ihre Bowling-Trophäen auch irgendwo draufstellen. Oh, hey, weißt du was? Ich habe noch ein paar unheimlich niedliche Vorhänge aus meinem alten Puppenhaus auf dem Dachboden. Die waren für die Tochter, die wir nie hatten. Nein, nein, das ist ein Männervogelhäuschen. Als nächstes werden wir einen Ledersessel einbauen, damit der Vogel es sich mit seiner Zeitung darin schön gemütlich machen kann. Dann blättert er ein bisschen, wirft sie auf den Boden und macht einen Haufen drauf. Du bist ja Experte dafür. Na schön. Marc, das muss jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang trocknen. Und dann bauen wir den Whirlpool ein. Tja, ich könnte in dem Haus wohnen. Du hast die Beine dafür. Tim, ich möchte deine Meinung über ein Kleid hören. Lauf um dein Leben, flieh, Junge. Für mich ist es zu spät. Lauf schon. Ich werde sie ablecken. Los, welches Kleid gefällt dir besser? Beide. Ich finde beide hübsch. Ich will nicht hübsch aussehen, sondern ungewöhnlich. Dann zieh beide an. Das wirkt irgendwie lässig. Hör mal, Tim. Ich möchte bei diesem Wohltätigkeitsball eine gute Figur machen. Wann gehst du zu einem Wohltätigkeitsball? Wir gehen, und zwar am Sonnabend. Am Sonnabend? Ja, ich habe dir davon schon am Mittwoch erzählt. Hast du nicht? Oh doch, selbstverständlich habe ich, aber du hast wieder mal nicht zugehört. Ich habe nicht zugehört. Du musst sowas öfter sagen. Immer wenn du mir was Wichtiges mitzuteilen hast, machst du einen Abgang. Ach, hör mal, Schatz, das ist sehr wichtig. Das Wohl unserer Familie hängt davon ab. Und zwar am Sonnabend. Also, hast du dir den Sonnabend freigehalten? Warum sollte ich? Ich habe doch von dem nichts verstanden. Warum hast du mich nicht gefragt? Warum hast du es nicht wiederholt? Ich wiederhole es jetzt. Wir gehen dahin. Oh, Mist. Stell dich nicht so an, Tim. Das wird toll. Die singen der Höhepunkt aus dem Barbier von Sevilla. Ein Haufen Fettsäcke auf der Bühne, die brüllen. Ich habe einen Scheitel. Ich habe einen Scheitel. Ah, ich wünsche mir blonde Locken. Dann nimm doch den Föhn. Dann nimm doch den Föhn. Ich kann nicht. Ah. Wir gehen. Ah, das hätte ich fast vergessen. Denk dran, dass du die Hofumapulo abnimmst. Und zwar bis morgen. Ich verstehe nichts, ich verstehe nichts. Tja, der Frühling steht vor der Tür. Al, was freut dich im Frühling am meisten? Dass ich meine Uhr vorstellen kann, Tim. Du erbarmungsloser Partykönig. Die meisten Leute denken beim Thema Frühling ans Putzen, Al. Und das Wichtigste ist, dass man seinen Motor putzt. Lisa? Das ist übrigens der Motor aus dem Wagen meiner Frau. Kleiner Schatz am Rande. Das ist ein schmutziger 5 Liter V8. Aluminium-Ansaugbrücke, verchromte Ventildeckel, Vierfachvergaser. Bitte, Tim. Danke, Lisa. Tja, nach einem langen, harten Winter will man seine Zündkerzen einstellen, den Kühler durchspülen und sicherstellen, dass der Schlauch nicht leckt. Bitte keine Ferkeleien. Zuerst wollen wir den Motor mal sauber machen, und zwar mit Binfords neuem Motorreiniger. Geeignet für Autos, Boote und Flugzeuge. Sie sprühen ihn nur auf den warmen Motor und spülen ihn ab. Mit normalem Leitungswasser. In diesem Moment kommt vielleicht Ihre Frau und sagt: Was soll der Blödsinn? Was stehst du hier rum und putzt den Motor, du blöder Idiot? Der Fußboden muss geputzt werden! Dann nimmt man die Haube und macht einfach Ding. Beschwerden an Tim Taylor bei Tooltime, Postfach 32733. Al, ich glaube, die Frauen wissen, dass das bloß eine Blödelei gewesen ist. Und wieso sollten Frauen überhaupt unter eine Motorhaube gucken? Wir gucken doch auch nicht in die Waschmaschine. Das war Postfach 32733, Detroit, Michigan. Es geht weiter. Wenn ein Mann seine Maschinen gut behandelt, sagt das etwas über ihn aus. Der Mann ist stolz. Stolz auf seine Arbeit, und das ist das Wichtigste im Leben. Das stimmt, Kleiner. Mann, endlich gibt mir einer recht. Sie wissen, was ich meine?
Na klar, mein Kumpel und ich haben 42 Jahre lang Autos gebaut. Im Ernst? Ja, ich schwör's dir. Wir beide haben zusammen in dem Werk an der Miller Road geschuftet. Das will ich genauer hören. Kommt runter, Leute. Einen dicken Applaus für zwei amerikanische Arbeiter. Ja, kommen Sie zu mir nach vorn. Ja, ja, kommen Sie. Kommen Sie nach vorn. Ja. Hey, Tim, sind wir wirklich im Fernsehen? Das sind keine Rasenmäher, sondern Kameras. Klar, seid ihr im Fernsehen. Kriegen wir auch Tooltime-Mützen? Im Moment habe ich keine hier. Al, hol zwei Mützen. So, Leute, wie heißt ihr? Ich bin Hick Peterson. Hi, freut mich, Hick. Eddie Phillips. Eddie Phillips, willkommen in der Tooltime. Das da drüben ist Al. Oh, wir kennen Al. Wir stehen auf Al. Wir stehen alle auf Al. Hey, Al, mach mal deinen Tooltime-Gruß. Hey! Ich möchte euch natürlich nicht in eurem Liebesrausch stören, aber ich muss euch an etwas erinnern. Al ist mein Assistent. Er assistiert mir. Also, Gentlemen, wie wär's, wenn wir uns dahin parken und ein bisschen quatschen? In den letzten Sendungen galt unser Spezialgruß immer den Fabrikarbeitern. Und wer weiß wohl besser darüber Bescheid als Sie beide? 42 Jahre am Band. Was haben Sie gemacht? Mein Freund Hick, der hat Scheinwerfer justiert und ich hab Stoßstangen montiert. Vom Anfang bis zum Ende. Ja. Stark. Tja, in den 42 Jahren haben Sie bestimmt eine Menge Superschlitten gebaut. Oh. Ich habe meine Frage. Wenn Sie so zurückdenken, was war Ihr Lieblingsauto? Der 55er Thunderbird. Kein Zweifel, der Bird. Ja, Fords Antwort auf die Corvette. Das waren zwei Sitzer mit 4,8 Liter. Dreigang-Oberdreif. Vorderradaufhängung mit Doppel-Dreieckslenker. Der rennt ab wie eine Rakete. Ja. Von 0 auf 100 in unter 10 Sekunden. Ah. So ein Grunzen macht die Lunge frei. Das muss toll gewesen sein, den ersten Tibet vom Band laufen zu sehen. Oh, das war klasse. Aber das waren sowieso schöne Zeiten damals. Wir hatten am Tag etwa 100 Wagen fertiggestellt. Und nach Feierabend sind wir beiden los und haben einen Stinky verdrückt. Ein Stinky? Ja, das ist ein Sandwich. Den hab ich erfunden. Limburger Käse, Sauerkraut, Zwiebeln, Knoblauch, ganz scharfe Sitz. Da kann man auch ein Stinktier lecken. Und Tim, den besten Stinky kriegt man in... Den kriegt man in Big Mike Stellwand, Ecke 4. und Jefferson. Hey, dafür muss uns ein Bier ausgeben. Na logisch. Hey, Mike. Big Mike Stellwand, das ist eine echte Männerbar. Hä? Ja, und ob kleiner. Poolbillard, blauer Dunst, Bier vom Fass. Ja, wir beide hängen da ständig rum. 4. und Jefferson. Ja, ist ja gut. Und damit wären wir wieder mal am Ende von Tooltime. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden diese beiden Prachtjungs mit unserem Spezialgruß. Ja, yeah. Zurück, danke. Tja, Maschinen werden von Menschen gebaut, die bauen sich nicht selbst. Und nicht vergessen, wenn Sie mal einen 55er T-Bird sehen, so sieht der Mann aus, der die Stoßstangen angebaut hat. Und so sieht der Mann aus, der die Scheinwerfer eingestellt hat. Und noch was. Alles, was man nicht selbst gebaut hat, gehört einem auch nicht richtig. Bis zur nächsten Tooltime. Hey, vielen Dank. Hey, Blödmann, was machst du da? Ich hole mir ein bisschen Brot für die Vögel im Garten. Du Pfeife, Vögel fressen kein Brot, sondern Würmer. Ja, du musst sie füttern wie der Mami-Vogel. Wie geht das? Du musst die Würmer kauen und sie den Kleinen in den Schnabel spucken. Nein, ich werde auf keinen Fall Würmer kauen. Na schön, dann müssen die kleinen Vögel eben verhungern. Naja, vielleicht kaue ich einen Wurm. Das klingt schon besser. Hallo, wo wollt ihr hin? Wir gehen die Vögel füttern. Ich werde einen Wurm kauen, wie der Mami-Vogel. Nein, das wirst du nicht. Brad, Brandy, müsst ihr nicht Schularbeiten machen? Mark, gib den Vögeln einfach nur ein bisschen Brot, okay? Hi. Hi, wie war die Sendung? Spitzenmäßig. Ich habe von einer guten Bar gehört, Big Mike's Tavern. Da gehen wir zwei am Wochenende hin. Welcher Abend wäre gut? Vergiss es. Wir beide marschieren auf jeden Fall zu diesem Wohltätigkeitsball. Oh, Mist. Sieh mal, Hase, ich weiß jetzt, was ich anziehen werde. Es ist ein bisschen gewagt, aber ich glaube, es sieht gut aus. Ein Smoking? Ja, wie findest du das? Was gibt's da zu lachen? Ja, ich war nur noch nie mit einem Oberkellner aus. Warum habe ich dich überhaupt gefragt? Dir ist der Ball doch völlig egal. Der Ball ist mir überhaupt nicht egal. Ich find's nur unheimlich blöd, dass du mir nichts davon erzählt hast. Augenblick, die Idee, dass wir da hingehen, kam doch von dir. Was? Ja, Mrs. Larsen hat uns schon vor 3 Monaten im Park darauf angesprochen und du hast gesagt, ja, gern, wir kommen. Das war nicht mein Ernst, ich wollte nur höflich sein. Sie hat's dir abgekauft, genau wie ich. Du musst sagen, was du wirklich meinst. So wie du. Ja, so wie ich. Sag mal, hast du nicht gemeint, Mrs. Larsen sieht ja schrecklich aus, als sie mit diesem lila Hawaii-Kleid angetanzt kam? Stimmt. Sie sah auch schrecklich aus, wie eine riesige Aubergine, und? Aha.
Und als sie uns damit begrüßt hat, meintest du... Ah, Mrs. Larson, Sie sehen super aus, aber das muss da heißen, Sie sehen schrecklich aus, die übergewichtige Pute. Sie hat mich nicht gefragt, ob sie schrecklich aussieht, sondern dich, ob wir zu dem Ball kommen. Du hast ja gesagt und sie hat die Karten bestellt. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Ich hab's dir gesagt, Tim, und zwar dreimal. Ich bin nicht bescheuert. Wenn du es mir dreimal gesagt hättest, hätte ich bestimmt dreimal mit Nein geantwortet. Und was heißt das jetzt? Du willst nicht hingehen? Nein, das wäre jetzt das vierte Mal. Wie du meinst, dann zieh ich unter dem Smoking ein Kleid an und geh mit mir selbst. Ja, bitte. Bierchen und eine Buttermilch. Ein Toast auf Mike. Auf deine Gesundheit und auf dein Lebensglück, Sir. Wann werdet ihr eure Schulden bezahlen? Und auf deine Großzügigkeit. Ja. Das macht dann $3. Wir nehmen den Toast zurück. Hey, seht mal, Leute, wer kommt denn da? Tim Taylor, der Heimwerker-King. Hallo, Tim. Hey, na, Leute, wie geht's dir? Guten Abend zusammen. Das da drüben ist Mike. Ja. Hi, Mike, freut mich. Ja, mich auch, Tim. Tja, ich habe euch Mützen mitgebracht, wie versprochen. Oh, Mann, danke. Vielen Dank. Und wir haben dir einen Stinky versprochen. Mike, in Doppelten. Wird gemacht. Mike, lassen Sie sich nicht stören. Stört mich überhaupt nicht, ich muss ihn ja nicht essen. Hey, prima, dass du vorbeigekommen bist. Heute Abend werden noch ein paar alte Kumpels aus der Fabrik hier sein und die wollen dich bestimmt unheimlich gern kennenlernen. Oh, tut mir leid, aber ich kann nicht. Meine Frau will mich heute Abend unbedingt zu einem Wohltätigkeitsball in die Oper schicken. Geh nicht und hin. Was? Zeig ihr, was eine Harke ist und sag, Weib, ich will da nicht hin. Siehst du, genau aus diesem Grund wollte dich dein ganzes Leben lang keiner haben. Deshalb und wegen deiner hübschen Augen. Den Weibern bei uns im Altersheim ist das vollkommen egal. Ihr solltet mich mal freitags in der Seniorendisco erleben. Setz dich, okay, aber ich muss gleich weg. Dann marschierst du eben mit ihr in die Oper. Du musst das Positive daran sehen. Du kannst endlich wieder mit der hübschen Frau in einem offenherzigen Abendkleid losziehen. Sie hat ein Smoking an. Frauen in Hosen sind für mich das Schlimmste. Also bei uns im Altersheim, da schwinge ich das Tanzbein grundsätzlich nur mit Weibern, die Nylonstrümpfe mit so einer scharfen Naht anhaben. Das sind keine Nähte, Mann, das sind Krampfadern. Ich will damit sagen, Tim, zu meiner Zeit hatten die Frauen Kleider an. Und sonst haben sie einem am Arm gehangen. Und sie standen mächtig darauf, wenn man sie Puppe nannte. Jill findet es gar nicht gut, wenn ich sie Puppe nenne, Mann. Oder Spatzmäuschen Baby, was immer sie gern hat. Das ist ein prima Tipp, Leute, aber ich muss jetzt abhauen. Hey, du musst noch den Stinky essen. Der ist für Sie. Hey, wir haben dein Problem noch nicht gelöst. Ich bin mit Mützen gekommen, nicht mit Problemen. Hör mal, Kleiner, deine Frau zwingt dich mit, in die Oper zu gehen. Sie läuft in Männerklamotten rum und du willst mir erzählen, du hast kein Problem? Das Problem ist, dass sie mir bis gestern kein Wort davon gesagt hat, dass wir zu diesem bescheuerten Ball gehen. Prima, Frau. Aber sie behauptet, sie hätte es mir dreimal gesagt. Und ich weiß, dass das nicht stimmt. Frauen stiften gern Verwirrung, weil sie ihre Kerle damit in den Griff bekommen. Das machen sie, indem sie die Regeln umdrehen und zum Beispiel in Männerklamotten rumlaufen. Tim, ich schwöre dir, du musst Verwirrung mit Verwirrung bekämpfen. Du musst nach Hause fahren und dich in eins von ihren Kleidern schmeißen. Du willst, dass der Mann in einem Kleid rumläuft? Verrückte Zeiten erfordern verrückte Maßnahmen. Ach, vergiss, was der alte Quatschkopf erzählt. Hör zu, ich bin 45 Jahre verheiratet gewesen und dabei habe ich eins gelernt. Und zwar, dass Männer und Frauen verschieden sind. Und dafür hat er 45 Jahre gebraucht. Ja. Ich will damit nur sagen, dass Frauen sehr subtil vorgehen. Sie hat dir das mit dem Ball vermutlich mal so ganz nebenbei gesteckt. Nein, mit Sicherheit nicht. Wenn sie es mir gesagt hätte, dann wüsste ich das. Mensch, denk mal nach, Junge. Sie hat dir bestimmt nie was von einem Wohltätigkeitsball erzählt. Nein, sie hat gesagt, sie bringt mein Smoking in die Reinigung und irgendwas von Essen am Sonnabend und das war's. Hat sie dir nicht vielleicht was auf den Zettel geschrieben oder auf den Kalender oder... Naja, im Kalender war der Sonnabend angestrichen, aber da stand bloß WB. WB? Ja, WB. WB, könnte das vielleicht Wohltätigkeitsball heißen? Oh nein! Hi, Mom! Hi. Ich dachte, ihr wollt das Ding da streichen, wenn Dad wiederkommt. Ich will ihn damit überraschen. Wie viele Schichten Farbe hast du aufgetragen? 12. Toll. Da wird er wirklich überrascht sein. Hör zu. Ich schlage vor, du gehst unter die Dusche und ich wasche den Pinsel für dich aus. Einverstanden? Okay. Und fass im Haus bloß nichts an, klar? Hi, Wilson. Hallo, Nachbarin. Was machen Sie denn da? Ach, ich lass nur ein bisschen Dampf ab, Jill. Nichts entspannt mich mehr als eine schöne Runde Croquet. Kann ich Sie mal was fragen? Steigen Sie aufs Trapez. Halten Sie Tim für einen guten Zuhörer? Ja, ich halte Tim für einen sehr guten Zuhörer. Und glauben Sie, er versteht alles, was Sie sagen?
Ich halte ihn für einen sehr guten Zuhörer. Ich glaube manchmal, er hört mir überhaupt nicht zu. Ich habe ihm dreimal von dem Ball erzählt, wo wir hingehen, und er behauptet einfach, er wüsste nichts davon. Dabei hätte ich es ihm nicht deutlicher sagen können. Ich habe ihm gesagt, ich bringe seinen Smoking in die Reinigung. Ich habe ihm von der Speisenfolge erzählt. Ich habe es sogar in den Kalender eingetragen. Ich habe alles gemacht, außer ihm zu sagen, Tim, wir gehen am Sonnabend zu einem Wohltätigkeitsball. Oh mein Gott, das habe ich ihm nie gesagt. Oh Mist. Das ist ja nicht zu fassen. Diese ganze Nerverei, und er hat auch noch recht gehabt. Oh nein, das ist ja furchtbar. Das ist alles meine Schuld. Ich muss mich bei ihm entschuldigen. Vielen Dank, Wilson. Sie haben mir sehr geholfen. Ha. Mit Jill ist es irgendwie einfacher. Oh, Hase, wie schön, dass du da bist. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ich muss dir auch was Wichtiges sagen. Oh, bitte lass mich zuerst. Nein, Schatz, lass mich. Bitte. Oh, na schön. Mir ist heute klar geworden, dass du mir vermutlich doch von diesem Ball erzählt hast. Direkt hast du es mir nicht gesagt, aber auf deine subtile Weise bestimmt 2-3 Mal. Aber wenn mich was nicht interessiert, dann überhöre ich das. Es war meine Schuld und ich entschuldige mich dafür. Oh, danke, Hase. Wir werden bestimmt viel Spaß haben. Und was wolltest du mir sagen? Gar nichts. Wiedersehen, Jungs. Macht's gut. Es war schön, Sigmar wiederzusehen. Mann, ist er runtergekommen. Ja, ich find's widerlich, wenn einer so viel raucht und säuft. Hey, wer kommt denn da? Ich dachte, ihr wärt heute Abend in der Oper. Naja, meine Frau und ich haben einen Kompromiss geschlossen und uns darauf geeinigt, dass wir eine Hälfte des Abends auf dem Ball verbringen und die andere Hälfte mit euch. Sehr gut. Ich habe einen Riesenhunger. Wollt ihr ein paar deftige Stinkies? Nein, ich genieße immer noch den von vorhin. Aber wie wär's mit ein paar Schrimps und einer Salatplatte? Kommen sofort. Oh, tut mir leid, Leute. Hick, Eddie, das ist meine Frau Jill. Es ist mir ein großes Vergnügen, meine Kleine. Vielen Dank, mir auch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich stehe auf Frauen im Smoking. Ich hab gedacht, Sie mögen keine Frauen in Hosen. Hab ich das gesagt, Kleiner? Ja. Aber bei so einem zauberhaften Prachtweib wie Jill ist das okay. Oh, vielen Dank. Sie sind eine verdammt heiße Puppe. Und Sie sind ein gefährlicher Bursche. Gut gesehen. Hey, wie wär's, wenn wir beide das Tanzbein schwingen, wenn das Ihren Mann nicht stört? Das wird dich doch nicht stören, Kleiner. Kleiner? Mhm. Nein, leg los. Ja. Okay. Lass dich nicht angrapschen. Ich habe im Altersheim einen Tanz gelernt, der Ihnen bestimmt gefällt. Tja, soll ich Sie in meinem Testament erwähnen? Deine Frau, die ist aber eine echte Sexbombe. Ja, ja, das ist sie. Ich finde schön zu sehen, dass ihr zwei euch wieder vertragen habt. Tja, ich weiß nicht mal, wie wir das geschafft haben. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Und ich glaube, ich werde diese Frau nie kapieren. Vergiss es. Ich war mit meiner Trudi 45 Jahre verheiratet. Und ich bin an dieser Frau, Gott hab sie selig, mehr als einmal fast verzweifelt. Sie hatte solche hässlichen kleinen Porzellankätzchen, die sie immer liebevoll auf unserer Fensterbank aufgestellt hat. Und jeden Tag in diesen 45 Jahren habe ich die Kätzchen aus dem Fenster genommen und sie im Bücherschrank verstaut. Und jeden Tag in diesen 45 Jahren hat sie sie rausgenommen und im Fenster aufgestellt. Wo stehen Sie heute? Im Fenster. Sie haben sie nicht weggeworfen? Warum sollte ich? Weißt du, man muss eine Frau nicht unbedingt verstehen. Man muss sie nur lieben. Das ist doch gelogen. Hey, nein, ehrlich. Schnapp sie dir, Kleiner. Im Ernst? Darf ich abklatschen? Ist das in Ordnung? Na schön. Hey, 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 hey.